Ja, hallo, hier sind wir wieder. Die einzige sozusagen völlig werbefreie und völlig von Finanzinteressen freie Nachrichtenplattform sozusagen, die der Wahrheit verpflichtet ist, und zwar der knallharten naturwissenschaftlichen Wahrheit: Physik, Chemie, Biologie, Evolutionsbiologie, Psychobiologie, Evolutionspsychologie, alles sozusagen, was es gibt an knallharter Wahrheit, ja? Und wir haben dann heute wieder als Tagesthema, haben wir dann zum Beispiel hier Corona natürlich wieder. Wolfgang Wodak war ja auch beim Corona-Ausschuss. Da habe ich gerade mit der Leitung des Corona-Ausschusses wieder nochmal ausführlich telefoniert. Wir haben jetzt eine vierköpfige Professoren- und Doktorenmannschaft, Team zusammengestellt für die Corona-Ausschüsse und für die Großmedien, Talkshows und so weiter. Ja, also gleich dann aber dann mehr. Und ja, erstmal unser Tagesbild wie immer. Sitzt das gut? Ja, sitzt schön. Ja, fangen wir doch an mit einer Zeugenaussage. Eine Krankenschwester aus New York, die in New York tätig war, ist aufgetaucht mit ihrer Zeugenaussage. Ja? Die sagte, ich gehe es einfach mal durch, was die so sagte. Zum Beispiel: Warum hat man in New York nicht Sauerstoffmasken statt einer tödlichen Beatmung eingeführt? Ja, eine Beatmung auf Intensivstation sozusagen brachte das meiste Geld in New York. Und das, was das meiste Geld brachte, hat man halt gemacht. Dann hat man da noch zu viel Beruhigungsmittel genommen. Dann seien die Leute dort ins Koma gekommen, sozusagen. Insgesamte Schwächung durch diese Beruhigungsmittel- und Komasituation verfolgte. Und dann starben sie. So nach dem Motto, weil die Ärzte auch gesagt haben, ja, die sterben doch sowieso. Ja? Und warum sollen wir eine andere Behandlung, wie zum Beispiel Sauerstoffmasken oder mildere Medikamente oder irgendwas, ausprobieren? Warum, wenn wir das ausprobieren, verlieren wir ja sofort Geld, sozusagen. Diese unbewusste Logik hat da also in New York eine Rolle gespielt, ja? Und dann, sie spricht auch mit dem Wort Wegwerfpatienten, ja? Also die Corona waren halt einfach Wegwerfpatienten. Die haben ihr Geld gebracht und sind dann halt gestorben. Und dann kam halt der Nächste ins Intensivbett, ja? Denn wir haben ja aus USA die Meldung: Donald Trump kriegt ja immer riesige Breitseiten von der gesamten Medizin- und Pharmaindustrie, ja. Und ich habe ja schon immer gesagt, der wird den Kampf kaum gewinnen können, ja. Denn es ist eben so, wie es die Krankenschwester beschreibt, ja. Da werden leichte Fälle einfach in die Intensivbetten gelegt. Das bringt richtig viel Geld, und dann sind natürlich die Intensivbetten ganz, ganz schnell voll. Und dann ist Donald Trump unter Zugzwang, ja? Also quasi nachdem er sagt, jetzt steht also kurz bevor, lieber Donald Trump, dass die Patienten gar nicht mehr behandelt werden können, weil ja alle Intensivbetten voll sind. Ja, und dann musst du doch handeln. Und so setzt man den Donald Trump unbewusst unter Zugzwang. Da ist keine böse Absicht dabei, sondern einfach nur die ganz normale, fehlerhafte Bezahlung. Der Arzt kriegt am meisten Geld, wenn er sozusagen sofort sagt, Intensivstation, sofort Beatmung. Dafür kriegt er am meisten Geld. Auch wenn dann die Leute sterben wie die Fliegen, dadurch sozusagen. Ja? Und eben, das ist eben die Logik. Und dann werden automatisch die Intensivbetten voll. Wir hätten ja der Regierung empfohlen, auch Trump würden wir empfehlen hier. Unsere Hauptempfehlung ist sozusagen hier: Trump sollte Biologen auf die Intensivstationen schicken. Und jeder müsste durch die neutralen Biologen erstmal durchgecheckt werden, ob der wirklich so schwer krank ist, dass der jetzt sofort auf die Intensivstation muss und sofort künstlich beatmet werden muss. Ja, also da muss einfach der Staat, hätte da eingreifen müssen und sagen, ich kann doch nicht eine Industrie sich ihr Geld selber drucken lassen, indem sie jetzt plötzlich leichte Fälle auf die Intensivstation schicken, ja?
Ja, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, Trump wird kaum eine Chance haben. Die Medizinindustrie funktioniert so. Im Moment gibt es viel Geld für Intensivbehandlung und für künstliche Beatmung. Ja, und dann die Schwester sagt eben, diese künstliche Beatmung tötet, ne? Hat in New York getötet jedenfalls. Also, ja. Ja, da wird also jetzt sogar aus USA von einer Wende bei Donald Trump bei Corona berichtet. Ja, aber das ist genau der Punkt. Jetzt wird er quasi unter Druck gesetzt dadurch, dass die Intensivbetten leichtfertig vollgemacht wurden. Und jetzt ist er unter Zugzwang, weil sonst wird man ihm vorwerfen wieder, ja, die Leute haben jetzt gar keine Behandlungsmöglichkeit mehr, weil ja alle Intensivbetten schon voll sind, also muss jetzt doch die Politik den Lockdown verstärken, ja? Und genau unter diesem Zwang steht jetzt Donald Trump und was soll er tun? Er kann nur gehorchen, denn die Medizinindustrie ist stärker als er, ne? Ja. Ja, und dann wurde also da auch gesagt, die Krankenhäuser, wo, auch von der Schwester wurde auch angedeutet, dass die Krankenhäuser selbst Anderskranke mit Corona infizieren, weil sie damit ganz leichtfertig umgehen. Und dann werden diese Leute, die eigentlich ursprünglich ganz anders krank waren und gar nichts mit Corona zu tun hatten, die werden auf den Stationen mit Corona-Kranken teilweise zusammengelegt, werden von diesen infiziert und dann kann man auch diese ursprünglich ganz anders Kranken beatmen. Also das heißt, wir haben es hier nicht nur mit der Gefahr in den Krankenhäusern durch Killerkeime zu tun, sondern wir haben es auch damit zu tun, dass hier also sozusagen auch noch die Leute im Krankenhaus mit Corona infiziert werden, was sie vorher gar nicht hatten. Dann wird bei ihnen auch die Beatmung angesetzt und dann sterben sie. Und dann am Ende gelten sie als Corona-Tote. Ja, in der Statistik. Ja, das ist, und ich habe auch heute mit Dr. Med. Michael Spitzbart gesprochen und habe ihn gefragt, was er denn schätzt, ob denn im Moment jeder, der in einem Krankenhaus liegt, grundsätzlich bei der Blutabnahme immer grundsätzlich auch auf Corona getestet wird. Und da vermutet er, ja. Und dann heißt also, das würde aber bedeuten, dass jeder, der am Ende an Krebs stirbt, der aber irgendwann mal einen positiven Corona-Test in dem Krankenhaus hatte, dann aber in die Corona-Statistik eingefügt wird. Ja, das ist das, was auch aus USA berichtet wird, dass genau so dann die Todesursachen ausgefüllt werden. Ja, so nach dem Motto. Ja? Jeder, der mal positiven Corona-Test hätte, wird am Ende Todesursache Corona. Ja. Ja, also viele hätten keine Beatmung gebraucht, sagt die Schwester und wurde trotzdem gemacht. Ne? Ja, dann haben wir hier noch Corona hat eigentlich eine Doppelfunktion. Der Lockdown mit Corona, der fährt total das Wohlfühlen der Bevölkerung runter durch den Lockdown. Und daraus resultiert eine für die Wirtschaft ja günstige Konsumsuchtvergrößerung. Ja? Also tendenziell ist auch, dass wir können schon mal darüber nachdenken, ob nicht auch der Corona-Lockdown gerade deswegen so befürwortet wurde, weil er auch letztendlich die Menschen, das Wohlfühlen der Menschen reduziert und dadurch insgesamt eine Konsumsuchtvergrößerung erzeugt. Allerdings ist die Frage, ob die Leute dann wirklich jetzt faktisch mehr einkaufen, das ist halt die Frage, ne? Ob das, was sie online einkaufen, wirklich so gewaltig ist, ne? Ja. Ja, dann haben wir noch andere Tagespunkte, Kurznachrichtenpunkte. Ja, dann nochmal dieser Kernsatz. Gefährlichkeitsüberschätzung ist ein alltägliches Phänomen in der Mainstream-Medizin. Das müssen wir noch mal ganz kurz darstellen. Also hier. Es ist evolutionsbiologisch eigentlich ganz simpel, wenn man was von Evolutionsbiologie versteht. Hier, wir sind ja von World Council of Wise People, Next Scientists for Future.de. Da findet man uns ja. Und
Hier stellen wir uns immer, wir vergleichen immer zwei unmittelbare Wettbewerber miteinander. Hier haben wir den Früharzt, der nicht die Gefährlichkeit überschätzt, sagt, ach ja, lebt einfach toll, ernährt euch naturbelassen, lebt euer liebevolles, glückliches Leben, dann können euch große und kleine Krankheitserreger nicht viel tun. Ja, und die sind dann auch harmlos, ne? Und hier kommt dann der erste sich irrende Früharzt und der sagt, nein, also diese winzigen Tierchen, die man dann später Viren und Bakterien nennen wird, das, die sind totale Killer und total gefährlich. Und außerdem könnt ihr ruhig diese ganzen moderne, denaturierte Nahrung essen. Die ist genauso gesund und so weiter. Was ihr braucht, ist einfach, ihr müsst meine Heiltränke kaufen, später meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, meine Operationen. Nur so könnt ihr gesund, glücklich leben. Diese Irrtümer, die er da äußert, bringen die Leute dazu, dass sie sich krankmachend ernähren, chronisch krank werden. Er kann ihnen unheimlich viel verkaufen. Er kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Während dieser Arzt hier, was soll der verkaufen? Der rät den Leuten weiterhin immunstärkend gesund zu leben. Ist quasi ein gesunder Lebensstilmediziner, also ein gesundheitsorientierter Lebensstilmediziner, so wie Dr. Med Spitzbart ein Arzt für Gesundheit ist, ja, für Gesundheitsförderung ist. Und der wird nie so viel verdienen, ja, und deswegen wird hier sein Urenkel die Praxis schließen müssen. Das heißt also, im großen Ganzen läuft ein Verdrängungswettbewerb zwischen den gefährlichkeitsüberschätzenden Mainstream-Ärzten und den Ausnahmeärzten. Und dieser läuft zu jeder Zeit. Die Ausnahmeärzte können sich meistens immer eine Zeit lang halten, noch so. Aber die verzichten eben auf viele Geschäfte, die hier mitnehmen, ne? Weswegen die hier eher Millionen verdienen und die hier eher, ja, den Gürtel relativ eng schnallen müssen, ja, wenn sie nicht ganz zumachen müssen, ja. Und also immer läuft also ein Verdrängungswettbewerb. Und für die Politik war es natürlich logisch, scheinbar logisch, weil sie nicht versteht, wie gefährlich Markt- und Arbeitsteilung also sind. Sozusagen war es für die Politik logisch, diesen zu glauben. Ja, und deswegen die Therapie langfristig bedeutet, wenn wir nie wieder Gefährlichkeitsüberschätzungen wollen, sozusagen, dann müssen wir aufhören, die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie überwiegend für den Verkauf von Impfungen und Tests zu belohnen. Wir müssen sie belohnen für die Förderung von Gesundheit und das Verhindern von Krankheiten. Und das heißt, mit unserer Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten würde dann eben gemessen werden, ob ein Arzt eine positive Wirkung auf den Gesamtgesundheitszustand seiner Kunden hat. Und dann kriegt er Verdienstzuschläge davon abhängig. Und dann würden also sozusagen die wahrheitsorientierten Ausnahmeärzte in diese Position rücken, würden ganz viel Verdienstzuschläge bekommen und könnten dann selber ihrerseits zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel ernähren und so weiter und würden dann eine neue Generation, einen neuen nachdenklichen Medizinprofessoren begründen und so weiter, ja? Die natürlich von uns kostenlos weitergebildet werden in Gesundheitsförderung. Ne? Ja, und das bedeutet eben, ja, also Gefährlichkeitsüberschätzung gehört unter Bedingungen von freiem Markt und Arbeitsteilung, ist ein alltägliches Phänomen. Also Gefährlichkeitsüberschätzung ist ein alltägliches Phänomen in der Mainstream-Medizin. Ne? Denn ich kann einfach immer mehr verkaufen, wenn der Patient Angst hat. Wenn es zum Beispiel der Patient denkt, er hat nur noch jetzt ein paar Tage zu leben, dann willigt er einfach schneller in die Chemotherapie ein. Ne? So, jedes Mal, wenn ich die Gefährlichkeit überschätze, kann ich mehr verkaufen. Ne? Ja. Und das kriegen wir nur weg durch die Reform der Next Scientists for Future.de und durch nichts anderes auf der Welt. Das sind immer wieder so Träumersendungen von irgendwelchen Leuten, die davon träumen, dass es mit Gemeinwohlökonomie oder anderen Dingen gehen würde. Aber das wird nicht funktionieren, weil die Dinge einfach nicht funktionsfähig sind. Dann haben wir noch
das Thema Indienwetter. Zum Beispiel der Gerald Grosch aus Österreich, glaube ich, oder ist er aus der Schweiz? Auf jeden Fall beschwert er sich über das, dass der Sommer so saukalt sei, ja. So nach dem Motto: Kreta, wo ist denn deine Klimaerwärmung? Ja, da irrt er sich allerdings, ja. Diese Gesamterwärmung der Erde führt nun mal dazu, dass wir das typische Indienwetter kriegen. Im Frühjahr herrlichster Sonnenschein und im Sommer bewölkt und eher zum Regen neigend, und dadurch durch die Bewölkung auch dann erstaunlich kalt und so weiter. Ja, das heißt, das heißt nicht, dass wir nicht doch eine Erderwärmung hätten. Ja, da irrt er sich einfach, der Gerald Grosch oder wie er heißt. Ja, und noch einmal der Kernsatz. Da wir das Verkaufen von Impfungen und Tests fürstlich belohnen, bekommen wir genau das. Wir bekommen dann die Überschätzung, die Gefährlichkeitsüberschätzung als zentrales Verkaufsargument. Wenn wir einführen eine grundsätzliche Belohnung für Gesundheitsförderung, kriegen wir auch andere Resultate. Nämlich dann wird das nie wieder zu Gefährlichkeitsüberschätzungen kommen, weil das dann nichts mehr bringt, ne? Ja, und das ist der Punkt. Ja, übrigens bei GMX war dieser Bericht, also zum Beispiel. GMX hatte berichtet über die Wende bei Trump, also hier unser Tagesthema GMX. Ja, und GMX hat ja wenigstens mal ansatzweise auch da über immunstärkende Dinge berichtet. Das muss man denen hoch anrechnen. Mehr als die öffentlich-rechtlichen Medien haben die, aber die wahrscheinlich kriegen die öffentlich-rechtlichen Medien einfach mehr Geld von der Pharma- und Medizinindustrie über Werbespots und GMX wahrscheinlich etwas weniger. Deswegen hat GMX durchaus auch ab und zu mal sich hervorgetan, indem sie über immunstärkende Aspekte berichtet haben, wie man das Immunsystem stärken kann und widerstandsfähiger gegen alles Mögliche und damit auch, aber auch gegen Corona machen kann, sozusagen. Ja, und von daher kann man das also durchaus positiv sehen. Ja, und dann, wie gesagt, Wolfgang Wodak als linker SPDler war ja bei dem Corona-Ausschuss. Dadurch ist da auch keinerlei Rechtsverdächtigkeit bei diesem Ausschuss. Wenn wir dann noch kommen, die wir eher so, wenn überhaupt, Naturwissenschaftler sind immer unparteiisch, aber wenn, dann würde man uns ja auch eher zwischen Grüne und SPD einordnen, dann gäbe es da auch keine Rechtsverdächtigungen, ne? Ja. Ja, und Rüdiger Dahlke, obwohl er manches Esoterische, wir natürlich nicht so, manche esoterische Theorie von ihm nicht unterschreiben würden, hatte er doch, gehört er auch zu diesen Ausnahmeärzten, die diesen Blick hatten. Hoppla, ich darf doch nicht nur darauf gucken, dass ich jetzt mit Impfungen und Tests ganz viel Geld schnell verdienen kann, sondern ich muss doch gucken, was ist denn wirklich gut für meine Kunden langfristig, was ist für deren Gesundheit gut und so weiter. Und da hat er ja auch viel Aufklärung geäußert. Ja, und dann erwähne ich nochmal bei uns in unseren Playlists, also in den Playlists, ja, bei uns bei selber, bei den Next Scientists for Future und beim Weltrat finden Sie das weniger, aber bei den befreundeten Sendern wie News und Talks und so weiter. Es gibt ja mittlerweile auch viele Sender, die unsere Sendungen immer wieder neu veröffentlichen. Da haben wir also viele Fans gefunden mittlerweile. Es gab ja teilweise, manche Videos wurden von 30 verschiedenen Sendern wieder veröffentlicht, ja, weil sie so begeistert von unseren Sendungen waren. Und aber zum Beispiel bei dem Sender News und Talks finden Sie in den Playlists immer auch die Sendung von Arte Profiteure der Angst. Schauen Sie sich das ruhig an und machen Sie sich klar, dass es jetzt das Gleiche ist wie bei der Schweinegrippe wieder. Na, und wieder die gleichen Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer, ja? Ja, und eben Markus Krall, ja, Markus Krall ist eben der große Gegner, weil der ja uns quasi sagen würde, ja, hier,
Der würde uns ja sagen, nein, Markt ist gut, Markt führt nicht zur massenhaften Ausbreitung von gewinnbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern und so weiter. Nein, gar nicht, Markt ist gut und führt zu guten Ergebnissen, ja. Und damit ist er natürlich total gefährlich und ist sozusagen, würde uns weiter von der Lösung des Problems entfernen in die Verschlimmerung des Problems sozusagen, ja. Und deswegen sind ja auch die Zuschauer sehr interessiert, immer wieder, dass wir immer wieder auch auf die Gefährlichkeit von Dr. Markus Kralls Verherrlichung des freien Marktes eingehen, immer wieder gezielt. Ja, und wie gesagt, Greta Thunberg, ihr haben wir ja den Kohlestopp 2026 als Gegengeschäft angeboten, wenn sie uns in die Großmedien mitnimmt, aber die wollen das nicht. Und jetzt erlebt sie halt, dass eben sich für ihre Klimathematik niemand mehr interessiert im Moment. Angeblich hatte, ja, Klima ist nirgends ein Thema jetzt in Europa. Ja, da ging es um Geld. Geld für die ärmeren europäischen Länder und so weiter. Ja, aber es ging niemals um Greta Thunberg. Und ja, also liebe Greta, liebe Luisa Neubauer, Carla Rebensmar, ohne die Next Scientists for Future, das sagen wir euch seit einem Jahr, habt ihr null Chance und werdet auch nie eine Chance haben. Da nützt auch der ganze tolle Preis nichts. Auch das ist alles, auch das Geld wird wieder sinnlos an irgendwelche völlig ineffiziente Projekte vergeben und so weiter. Alles Unsinn. Ja, und dann abschließend wie immer hier, bitte wieder sorgfältig durchlesen unsere übliche Liste. Ja, das sind die Leute mit den gefährlichen Irrtümern, die aber immerhin noch so viele Wahrheiten beinhalten, dass wir sie durchaus mit ihnen in Talkshows, in unseren Talkshows, dass wir sie einladen zu unseren Talkshows, weil sie immerhin nicht nur Irrtümer reden würden, sondern durchaus, an manchen Punkten würden wir da auch, so haben sie auch Wahrheiten im Gepäck, ja? Also lest euch das alles durch und wie gesagt, diese Leute sind herzlich eingeladen zu unseren wissenschaftlichen Tagesschaus heute. Und hier haben wir dann, ja, das war's schon mal wieder mit der, wir machen noch mal kurz unser schönes Tagesbild, ja. Und das war's aber schon wieder jetzt für diese Kurzausgabe unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.